Hallo alle zusammen und Lady Lega Pauska. Ich wünsche euch frohe Ostern hier aus Island. Da es jetzt schon mein zweites Jahr ist, dass ich Ostern hier in Island verbringe, dachte ich mir, dass ich euch mal ein bisschen so von den Ostertraditionen hier in Island erzähle. Die größte Ostertradition hier in Island ist das isländische Osterei, das auch Páskaegg genannt wird. Ich möchte am Ende das noch auspacken und euch den Inhalt zeigen, weil der Inhalt ist echt super niedlich, diese Eier. Aber erstmal möchte ich euch ein paar kurze Informationen geben über die ganzen Ostertraditionen hier in Island. Zuerst mal zu den Namen der Tage. Gründonnerstag wird hier in Island Skirdagur genannt und Skir heißt nichts anderes als sauber, unschuldig, intelligent, aber kann eben auch rein bedeuten. Also es ist sozusagen der saubere, reine, unschuldige Tag. Der Karfreitag heißt hier in Island Föstudagurinn Langi und das bedeutet nichts anderes als der lange Freitag. Wie in Deutschland am Karfreitag ist es auch hier so, dass eigentlich alle Bars und Clubs geschlossen sein sollten. So ist es eigentlich gesetzlich festgeschrieben, allerdings wird das nicht ganz so ausgeführt. Außerdem ist auch so eine Tradition hier in Island, dass sich Atheisten treffen, um Bingo zu spielen, da gesetzlich eben festgehalten wurde, dass zum Beispiel Bingo spielen am Freitag, am Karfreitag verboten ist. Und deswegen machen sie es eben gerade und das ist wirklich so zu einer Tradition geworden. Ja, der Sonntag, also Ostersonntag, heißt einfach nur Páskadagur und Páskadagur heißt nichts anderes als Ostertag. Am Páskadagur ist es auch Tradition, Lamm zu essen. Ja, und der Ostermontag wird als Anna i Páskum bezeichnet, also das heißt im Prinzip nur der zweite Ostertag. Ja, so viel zu diesen ganzen Fakten. Und jetzt möchte ich mit euch natürlich ein traditionelles isländisches Osterei auspacken. Das ist so die Tradition hier in Island. Und es wird nicht nur Kindern geschenkt, sondern auch Erwachsene schenken sich diese Eier. Bei Kindern werden sie dann natürlich auch noch versteckt und so. Die Erwachsenen geben es sich meistens so einfach. Und ja. Das ist übrigens nicht mein erstes Ei, was ich dieses Jahr schon auspacke. Ich liebe diese isländischen Ostereier und finde, das ist eine total tolle Tradition. Also hier hinten gibt es auch was richtig schön zum Öffnen. Und während es hier in Island die Tradition ist, diese Ostereier auszupacken, wird bei mir zu Hause in meiner Familie immer diese Osternester aus Quarkölteig gebacken. Ja, die musste ich auch dieses Jahr backen, weil ich einfach nicht darum herumkam. So, aber jetzt lasst uns mal das Ei öffnen. Oh mein Gott. Ja, ich habe meistens Probleme, das Ei zu öffnen, aber es fiel sogar gleich in die Schale. Okay, dann holen wir mal das alles raus, was hier drin ist. Das Ei ist leer. Komplett. Und das ist die Ausbeute. Also das ist, was sich in dem Ei befindet. Schaut. Ja, also ganz niedlich. Also viel Schokolade, so kleine Smarties. Ja. Gummibärchen. Ah. Also, ganz süß an sich. Und natürlich gibt es auch immer in jedem Ei eine isländische Weisheit, beziehungsweise, ja,
Und diese isländische Weisheit in diesem Ei ist diese hier. Da steht Batnif Vex and Broken Ecki. Und das bedeutet, also Batnif Vex bedeutet das Kind. Das Kind wächst und Broken ist ein altes Wort für Hosen. Also das Kind wächst und die Hosen nicht. Ja, das ist diese Weisheit aus diesem Ei. Und ja, neben diesen Süßigkeiten gibt es eben immer diese Weisheit und viele, viele Isländer gehen dann eben sofort und wollen sich diesen schönen Spruch eben an durchlesen. Und ja, die Süßigkeiten sind natürlich auch eine schöne Ausbeute hier. Ja, so viel von mir hier aus Island. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr schöne Ostertage. Übrigens ist es hier in Island auch so, dass das Osterküken mehr eine Tradition ist als der Osterhase. Also das Osterküken ist hier in Island viel, viel berühmter als der Osterhase bei uns in Deutschland. Vielleicht noch interessant zu wissen. Ja, ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch wunderschöne Ostertage. Habt eine tolle Zeit und bis demnächst.